Das ist der Long Distance Illuminator. Der macht so ein Licht, so ein ganz ein eigenartiges. Und zwar in der Long Distance. Was das kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survivor Show Problem. Ist ganz schön, dass du dabei bist. Long Distance Illuminator von Optical Dynamics. Das habe ich mal wirklich dreimal sagen müssen, damit ich das jetzt gerade rauskriege. Optical Dynamics, der Long Distance Illuminator. Und dieser Long Distance Illuminator, da ist die Idee dahinter, dass man einen Lichtstrahl, einen Beam macht, der, und du siehst jetzt, wie klein der hier auf kurze Distanz ist. Man kann das hier durch Drehen noch ein bisschen vergrößern. Aber im Endeffekt, wenn ich auf so eine kurze Distanz nur, wie wenn ich da eine Scheibe habe, das ist voll hell, das ist absolut irre. Ja, wirklich, absolut irre. Ja, dann ist natürlich dieser Lichtkegel in der Distanz, und das werden wir uns dann nachher, ich will versuchen für dich einzufangen, auch sichtbar. Die ganze Geschichte funktioniert auf der Basis von zwei CR123 Zellen, die hinten eingesteckt werden, so wie man das sehr oft bei Taschenlampen hat. Hinten gibt es eben diesen Taktikelschalter, damit man das verwenden kann. Und das ist es jetzt mal. Sehr kopflastig, doch hat doch einiges an Gewicht, extrem hell, aber nichts für kurze Distanz. Da vorne, da kann man jetzt Filter reingeben. Das schauen wir uns jetzt dann auch nachher gleich an. Das kann man raufschaufeln und da kann man jetzt einen Rot- und einen Grünfilter reingeben. Ja, und so schauen diese kleinen Filter hier aus. Da sind zwei Stück dabei und da fehlt mir jetzt irgendwie die Hand. Du setzt das da vorne auf. Ich nehme jetzt den Rotfilter, den Grünfilter jetzt nicht, sondern einen Rotfilter. Und dann wird es hier vorne wieder draufgeschraubt und dann ist das Ganze einsatzbereit und dann hast du eine rote Scheibe, die du an die Wand knallen kannst. Da kann man Disco spielen. Jetzt ernsthaft. Und natürlich, das geht mit Grün auch, aber das brauche ich da jetzt nicht zeigen, weil das kannst du dir vorstellen. Wozu kann man da was überhaupt brauchen? Ich meine, normalerweise eine Taschenlampe, die hat man dann, wenn man im Nahbereich aushellen kann. Die kann man dann vielleicht fokussieren und so, aber in die Distanz. Ich will es wirklich versuchen, dir das jetzt dann nachher zu zeigen. In der Distanz. Und das ist etwas, wenn ich zum Beispiel einen Suchdienst habe, wenn ich etwas absuchen will auf größeres Gebiet zum Beispiel. Vielleicht ist das für Jäger bei der Nachsuche, wenn sie wild angeschossen haben und dann nachsuchen gehen, interessant. Nämlich auch dahingehend, wenn ich da eine offene Fläche habe, eine Wiese habe und das mit diesem Filter, jetzt nicht mit einem Rotfilter, sondern es müsste mit Grün- und Blaufilter gehen, dass man da diese Blutspuren, die diesen Schweiß vielleicht nachsuchen kann. Das ist eine Möglichkeit. Und eben, wie gesagt, im Suchdienst. Es ist doch ein sehr enges Anwendungsgebiet von dieser Lampe. Dort ist sie aber spezialisiert, also das werden wir jetzt dann nachher, ich hoffe, ich kann das darstellen, da ist sie wirklich absolut top, da habe ich noch nie etwas gesehen, was so fetzig ist. Und das ist halt immer der Punkt, wenn ich was Spezielles habe für ganz ein enges Gebiet, dann muss das vielleicht da ganz besondere Anforderungen erfüllen und ist dafür aber für was ganz anderes wieder nicht brauchbar. Oder man hat einen Allrounder, der kann alles ein bisschen und nichts so richtig total gescheit. Ja, das ist ein Spezialist und den schauen wir uns jetzt an. So, ich habe jetzt hier mal eine ganz klassische Taschenlampe. Ja. Ich glaube, das ist die McArmy, die ich da jetzt aus der Hosentasche gezogen habe. Das ist so eine kleine EDC-Lampe. Link findest du unten. Ich habe die auch schon einmal vorgestellt. Das ist ganz, ganz nett. Damit kann ich im Nahbereich doch gut arbeiten. Das siehst du jetzt vielleicht nicht so top, aber macht da ein Mörderlicht und die Sache ist cool. So. Jetzt machen wir wieder aus und jetzt schalte ich das ein. Das ist jetzt mit diesem Rotpunkt. Und du siehst, ich kann nichts, ich sehe jetzt nur den Teil, aber den sehe ich extremst. Ja. Und ich kann jetzt da in die Distanz gehen. Das wird jetzt wahrscheinlich die Kamera gar nicht mehr darstellen können, besonders nicht mit dem Rotfilter. So, ich gebe jetzt den Rotfilter mal weg und mache jetzt wieder auf Weiß. Und du siehst, also das ist irre. Ja. Ich versuche jetzt mal einen Zoom zu machen. Das heißt, hier in diesem Bereich, da vorne, da ist diese Wiese. Ich habe jetzt voll gezoomt. So, ich gehe jetzt noch ein Stück weiter. So, und zwar da. Ja, das sind jetzt die Bäume, die sind ungefähr, 70 Meter weg.
und ich sehe in diesem Bereich dort wirklich alles ganz, ganz scharf. So, dann schalten wir um. So, da jetzt zum Beispiel, da ist eine Bank, dann da habe ich da eine Feuerstelle, die haben wir heuer noch nicht eingesetzt, das wird dann im Sommer, wenn wir das jetzt dann noch tun. Also du siehst dort in diesem Bereich jetzt extrem scharf. Ich schalte jetzt noch einmal aus, ja. So, ich gehe jetzt wieder weg aus dem Zoom, ja. Das ist da hinten, ja. Ich schalte jetzt aus und schalte jetzt wieder diese Megami ein. Ja, die ist da, ja, die macht da Licht, da in diesem Bereich rundherum, aber da hinten, da kommt die gar nicht hin, ja, und selbst wenn ich jetzt etwas Fetteres da hätte, möchte ich auch dazu sagen, also genau das ist der Punkt, genau das ist das Spiel, dass ich da ganz dezidiert an einem Punkt und den ausleuchten kann und auch in der Distanz. Ich kann jetzt ein bisschen durch das Drehen, das ich da eh schon vorher gezeigt habe, den Lichtkegel ein bisschen kleiner und größer machen und dadurch natürlich auch einen größeren Ausschnitt dadurch beleuchten. Aber das ist es, ja. Genau darum geht es mit dieser, ich habe da im Endeffekt jetzt einen absolut coolen Suchscheinwerfer. Ja, eigenartiges Teil und ich glaube, dass das auch ein ganz spezielles Gebiet ist, wo man die einsetzen kann, wo die Sinn macht und ja, also Spielzeug oder eben für Leute, die jetzt wenn du jetzt sagst, hey, das ist genau die Lösung für meine Probleme, dann freut es mich, wenn ich da was vorstellen habe können, was dir weiterhilft. Eines noch, in dem Video kommt es vielleicht nicht so rüber, weil das einfach die Kamera da jetzt auch gar nicht schafft, aber das leuchtet wirklich extrem, extrem, extrem weit und ist daher im Suchdienst oder vielleicht auch bei der Nachsuche eine Überlegung wert. Das war's an der Stelle. Vielleicht interessiert dieser Teil, Link findest du unten. Meine Frage, hast du eine Idee, wofür man das noch brauchen könnte? Ja, hast du eine Idee, dann teile sie uns ganz einfach, das wäre sehr, sehr, sehr nett, da freue ich mich jetzt schon. Ich mag dir mal Daumen nach oben bitten, Kommentar wie gesagt, aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Ja, und ich gehe weiter spielen. Bis dann, ciao.